Ich habe 40 Jahre gegen mich selber einen Kampf gehabt. Ich musste eine Rolle Mann leben. Es war ein Krieg, der in mir getobt hat, der unsagbar war. Es war eine ganz schwierige Zeit. Ich habe heute meinen Frieden gefunden. Und darum war es mir persönlich ein grosses Bedürfnis, in einem Land wie im Kosovo zu dienen, um den Frieden zu schützen. Claudia ist die erste Transsexuelle in der Schweizer Armee. Was sucht eine Frau, die 40 Jahre lang in einem Männerkörper lebte, verheiratet war und Vater einer Tochter ist, ausgerechnet in dieser Männerwelt? Davon handelt dieser Film. Das Swiss-Chalet im Truppenlager Prizren im Kosovo ist für 6 Monate der Lebensmittelpunkt von Claudia. Sie bekocht die Schweizer Soldaten sowie deren deutsche und österreichische Kameraden, die hier ihren friedensfördernden Einsatz leisten. Das ist ja etwas, was ich wirklich gerne machen wollte. Das spielt doch keine Rolle, ob das als Mann oder als Frau ist. Militär ist eine Organisation, das ist nicht männlich, nicht weiblich. Militär ist für mich ein Auftrag, den man zu erfüllen hat und wer kann ein bisschen Disziplin leben und wo kann, sich auch privat vielleicht ein bisschen einschränken, ist hier garantiert nicht falsch. Transsexuelle sind in der Schweizer Armee nicht vorgesehen. Als Claudia noch Andreas hieß und ein Mann war, hatte sie es bis zum Furier gebracht. Doch das nützte ihr wenig, als sie sich nach der Geschlechtsanpassung zum Dienst meldete. Transsexuelle seien dienstuntauglich, hieß es zuerst. Wie war es für euch, dass sich die Armee nicht so vergenommen hat, dass es da vertiefte Abklärungen gebraucht hat? Da ich den Personenstand Frau habe und rechtlich vor dem Gesetz als Frau existiere, und eigentlich alle medizinischen Massnahmen getroffen worden sind, tut es Veto natürlich, klar. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Habt ihr das als Diskriminierung empfunden? Diskriminierung ist ein sehr, sehr grosses Wort. Es ist so, es hat mich persönlich sehr, sehr getroffen. Es hat mich mögen, dass man eigentlich vielleicht Vorurteile vor Feigheiten setzt, weil man es einfach nicht kennt. Aber ich bin auch gleichzeitig mir bewusst, dass es natürlich Menschen gibt, die voraus gehen müssen und den Anfang machen und beweisen dürfen, dass wir eben ganz normal sind, wie alle anderen auch. Dass die Schweizer Armee länger brauchte, um sich zu einem Entscheid durchzuringen, hat seinen Grund. Bisher sah die militärische Krankheitslehre bei Transsexualität zwingend eine Dienstuntauglichkeit vor. Claudia hat erreicht, dass die Armee sie für die Stelle als Koch rekrutierte. Znüni-Pause im Swiss-Chalet. Claudia geht offen und direkt auf die Menschen zu. Aus ihrer Transsexualität macht sie kein Geheimnis. Wie ihre Arbeitskollegen ist sie ganz und gar Frau. Ich habe bis jetzt noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, der die gleiche Geschichte hat wie Claudia. Und in dem Moment war für mich eigentlich klar, sie ist eine Frau. Weil sie sich als Frau fühlt. Und für mich war das Thema mit dem genau in dem Moment erledigt. Am Nachmittag ist es Zeit für den Lebensmitteleinkauf in Prizren. Die einzige Gelegenheit für Claudia, das Truppenlager zu verlassen und in der Stadt mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Auf dem örtlichen Markt ist Claudia eine gern gesehene Kundin. Sie kauft für die Truppe in großen Mengen Früchte und Gemüse ein. Zwiebeln, Salat, Salatgemüse, Tomaten, Früchte. Okay.
denkt ihr, wenn die Leute wissen, dass sie früher mal als Mann gelebt haben, wie würden die reagieren? Ich weiss es nicht. Sie wissen es nicht. Aber denkt ihr, wäre da ein Vorurteil oder ein Problem rum? Ich habe kein Gefühl dafür. Ich bin einfach als Claudia da. Ich bin als Frau wahrgenommen. Das ist alles. Claudia und ihr Begleiter tragen außerhalb des Truppenlagers ihre Waffe stets auf sich. So will es das Reglement. Als Furier trug sie früher eine Pistole. Heute schleppt sie als Koch ein Gewehr mit sich herum. Als große blonde Frau mit Gewehr am Rücken gibt Claudia im Supermarkt ein spezielles Bild ab. Abendessen im Swiss-Chalet. Ihren deutschen Gästen serviert Claudia Währschaftekost. Habt ihr auch Hunger oder wollt ihr was anderes? Es ist gleich viel drauf wie auf der anderen, es ist nur länger zu bleiben. So, Salat, bitte schön. Ich bring gleich noch Sauerkraut. Die deutschen Soldaten genießen Claudias Gastfreundschaft. Dass sie nicht immer als Frau gelebt hat, löst bei ihnen Erstaunen aus. Die Überraschung war doch sehr groß. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil das ist mir so überhaupt nie aufgefallen, ne? Ganz klar. Also für mich kam sie ganz normal wie eine Frau rüber, also überhaupt nicht. Ich habe es heute auch erst erfahren, dass sie sich sozusagen entschieden hat, umoperieren lassen hat und stört mich nicht. Mich hat nur gewundert, weil sie ja gar nicht mal so unattraktiv aussieht, aber ich hatte dann sie mal gefragt, wie es denn aussieht mit heiraten und mit Kindern kriegen und so weiter. Und da wir uns ja, da ich das noch nicht wusste, wich sie natürlich aus und sagte, ja, nee und doch nicht und Kinder, nee, auch nicht. Da wusste ich das natürlich noch gar nicht. Jetzt verstehe ich ihre Antwort. Na klar, ganz klar. Das funktioniert so nicht. Zweimal während ihres Kosovo-Einsatzes fliegt Claudia in die Ferien zurück in die Schweiz. Was nehmt ihr mit aus eurem Aufenthalt in Kosovo? Das eine ist, dass ich ein neues Land durfte kennenlernen. Aber noch schöner ist es, dass ich durfte spüren, dass es auch in dem militärischen Umfeld für betroffene Transmenschen wie mich eigentlich problemlos möglich ist, sich zu integrieren und von den Truppen insbesondere akzeptiert zu werden. Die Armee ist mit Claudias Arbeit sehr zufrieden. Sie hat ihr eine befristete Kaderstelle als Leiterin des Verpflegungszenters bei der Swissint in Stanz angeboten. Heute steht für Claudia ein Treffen mit Weggefährten auf dem Programm. Sie besucht die Transgender-Tagung in Bern. Es ist einerseits schön, alte Mitstreiter wieder zu sehen, andererseits auch neue Gesichter und sich wieder bewusst zu machen, mit welchen Hürden das eigentlich der Weg manchmal gepflastert ist und vielleicht auch diesen Menschen dürfen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist eigentlich ein grosses Anliegen von mir. An der Tagung trifft Claudia Menschen, die sich, wie sie selber, nicht mit dem eigenen Körpergeschlecht identifizieren können. Es geht um den Kampf gegen Diskriminierung, aber auch um die Auswirkungen verschiedener Operationsmethoden zur Geschlechtsanpassung. Jürgen Schaff operiert seit 26 Jahren Männer zu Frauen und umgekehrt. Der Münchner Chirurg hat auch bei Claudia die geschlechtsanpassenden Eingriffe durchgeführt. Er ist überzeugt, dass sie jetzt bei sich selbst angekommen ist. Also sie ist eine prachtvolle Frau. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man noch merkt, dass ein gewisser Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft vorhanden ist, wie man es ansonsten nur bei Männern oft sieht. Aber das ist ja nicht immer das Gleiche. Und Gott sei Dank gibt es ja auch viele selbstbewusste Frauen. Deswegen, sie wirkt für mich als absolute Frau. Den Gruß muss ich Ihnen noch ausrichten. Von wem? Von meinem ersten Liebhaber. Sie hat eine gute Arbeit gemacht. Hat er gesagt? Ja. Gut. Ich habe nur in einem Bereich operiert, wo das ein bisschen schwierig ist, darüber nun hier in aller Öffentlichkeit zu berichten. Aber offensichtlich hat das alles gut funktioniert. Bei der Logopädin Isabel Schaller hat Claudia gelernt, in einer weiblichen Tonlage zu sprechen. Die Stimme ist das wichtigste Instrument, das ich eigentlich habe, um jemandem mein Geschlecht zu beweisen.
genau vorgeben kann ich das nicht, wie die Stimme muss sein muss, sondern es ist ja auch eine Identitätsfrage, die ganze Stimme. Also sie muss dann schlussendlich zu mir selber aus zum Beispiel Transfrau passen. In gewissen Lebenssituationen nutzt Claudia den Vorteil, dass sie mit einer weiblichen und einer männlichen Stimme sprechen kann. Es gibt natürlich den Moment, wenn ich gerade an eine Garage denke, an eine Episode, wo ich angerufen habe, gesagt, ich höre, ich brauche mein Auto am Freitag wieder. Da hat es ja, Frau Meier, also das Auto ist jetzt 2 Wochen fertig. Und zwei Minuten später habe ich angerufen und gesagt, dann hat meine Frau gerade angerufen, ich hätte gerne das Auto am Freitag wieder, wir müssen unbedingt weggehen. Ich will jetzt einfach machen, dass er das Auto hat. Selbstverständlich, Herr Meier, wir schauen, dass euer Auto am Freitag fertig ist. Rückblende. Kurz vor Weihnachten 2011 eröffnete Claudia ihrer Familie sowie ihrer damaligen Lebenspartnerin Esther, dass sie von nun an als Frau leben wolle. Die Überraschung bei den Eltern war groß. Es war wie ein Klapp zum Grind. Aber ich muss sagen, ich habe es sofort kapiert und sofort akzeptiert. Aber natürlich, wie gesagt, kann das sein. Das ist sehr schön. Esther und Claudia blieben vorerst zusammen. Im Oktober 2012 verkaufte Claudia das Hotel Schwefelberg Bad und zog nach Bern. Heute ist für Claudia ein besonderer Tag. Zum ersten Mal nach dem Verkauf ihres Hotels fährt sie wieder ins Schwefelbergbad. Hat der Verkauf vom Hotel überhaupt den ersten Weg gegeben für euch, für die geschlechtsanpassenden Operationen zu machen? Ja, also das ist zweifelsohne ist für mich das ein ganz wesentlicher Entscheid gewesen. Wenn ich das Hotel verkaufen kann, kann ich auch den letzten Schnitt machen, wo ohne mit dem Hotel nicht gegangen wäre, mit der Belastung von einem solchen Betrieb, hätte ich mich nicht an eine solche Operation gewagt. Wegen Verzögerungen mit dem Umbau ist das Hotel seit über 2 Jahren geschlossen. Sitzen vor dem Hotel stehen, wo der lange Jahre als Mann gelebt hat oder das Hotel geführt hat? Ein gemischtes Gefühl. Es ist, ich weiss, es hat einmal uns, der Familie, mehr gehört. Es ist das Gefühl aber auch von Wissen, okay, der Weg wäre nicht weitergegangen für mich persönlich. Es war nötig, dass ich meinen eigenen Weg auch gehen darf. Es war eine gute Zeit. Es war aber auch Zeit für etwas Neues. Und auf einer Seite ist der Entscheid hundertprozentig richtig. Und auf der anderen Seite denkst du so, okay, hier bist du mal 40 Jahre daheim gewesen. Hey, der Lange musste ein Doppelleben führen, ja. Nicht dürfen Frau sein. Wie war das, das Doppelleben? Wie ein Doppelleben ist? Es ist die Hölle. Es ist das Schlimmste, was mir passiert ist. Es ist unbeschreiblich schwer, immer wieder zurück in die Rolle Mann zu müssen, die man muss für die Gesellschaft spielen. Mit dem Hotel sind viele Erinnerungen an Claudias ehemalige Lebenspartnerin Esther verbunden. Vor einigen Monaten haben sich die Wege der beiden getrennt. Ist aber jetzt die Trennung von Esther irgendwo der Preis dafür, für euren Weg jetzt ganz als Frau zu leben? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist verständlich, dass Esther nie auf Frauen gestanden ist. Und auch ich sage zwar immer, ich habe zweigleisig fahren. Ich bin nicht schwul, aber ich stehe trotzdem auf Männer. Und trotzdem ist er zweigestanden beim Coming-out. Hat dich nicht wegen dem gerade von Anfang an verlassen. Also immer noch eine grosse Dankbarkeit, dass das möglich war, die Beziehung halt auf eine andere Art weiterzuführen. Ja.
Ja, ja, sie ist mitgekommen bis und mit OP. Sie ist noch ein Jahr weiter an meiner Seite. Sie hat mich gestützt, unterstützt, mit gewesen. Ja, es ist eine unendliche Dankbarkeit. Es ist ein unbeschreibliches Danke an den Menschen, den ich heute noch extrem gerne habe. Es ist nicht eine Liebesbeziehung, wie es früher war, es ist nicht eine Paarbeziehung, aber es ist ein Mensch, den ich alles dafür tun würde. Im Kanton Bern hat Claudia die Änderung ihres Personenstandes von männlich auf weiblich gerichtlich erstritten. Nun haben sie die Aargauer Zivilstandsbeamten zu einem Vortrag eingeladen. Der Gang in ein Amtsgebäude hat für Claudia mittlerweile seinen Schrecken verloren. Wenigstens ist es jetzt eigentlich erfreulich, wenn ich hier rein darf. Sonst ist es meistens nicht so erfreulich. Die Die Aargauer Standesbeamten wollen sich ein Bild machen von den Hürden der Transsexuellen in zivilstandsrechtlichen Fragen. Drinnen im Saal übernimmt Claudia sofort das Zepter. Grüezi miteinander. Stimmt, ich bin tatsächlich normalerweise im Kosovo. Jetzt, wenn ich so in die Reihe schaue, habe ich ein Problem. Ich habe eine grosse Bitte an Sie. Darf ich Sie bitten, alle mal aufzustehen? Sie teilt das Publikum in Frauen und Männer auf und belässt je eine Person in der anderen Geschlechtergruppe. Was macht sie zum Mann? Ich habe nicht so viel Erfahrung im Mann sein. Aber es wäre sicher mal interessant, einen Tag Mann zu sein. Es geht nicht um einen Tag und genau darum geht es. Menschen wie ich suchen sich nicht aus. Menschen wie ich werden geboren, wir leben, wir versuchen, unser Gender zu leben. Ich habe 40 Jahre lang probiert, den Typ zu leben. Das war mühsam, es war anstrengend, es hat einfach nicht funktionieren. Sie dürfen übrigens gerne den Platz wieder weiterwechseln, wenn Sie will. Also Sie müssen nicht stehen bleiben, Entschuldigung, dass ich Sie nicht sitzen. Claudias Referat setzt bei den Aargauer Gemeindebeamten einiges in Bewegung. Ihre Offenheit hat mich sehr beeindruckt, wie sie über das, über ihre Geschichte erzählt hat. Es kann gut sein, wenn ich jetzt morgen jemanden am Schalter habe, dann würde ich sicher anders reagieren, werden, wenn diese Person gestern am Schalter gewesen wäre. Ich habe noch nie Kontakt gehabt mit so Personen. Aber wenn ich den Kontakt hätte, würde ich sicher ganz anders auf so Personen zugehen, offener und mit einem gewissen Verständnis für die Situation. Seit Claudia als Frau lebt, hat sie das Malen für sich entdeckt. Sie ist in Gedanken oft bei ihrer heute 14-jährigen Tochter, die bei ihrer Mutter in Deutschland lebt. Ich habe ihr das ganz normal wie mit einem kleinen Erwachsenen erklärt, nicht wie einem kleinen Kind. Und sie hat das relativ rasch begriffen. Ich glaube, wenn man an die Eltern denkt, denkt man nicht an Mann und Frau in erster Linie, sondern vielleicht an eine Mami und einen Papi oder an eine, in meinem Fall jetzt halt an eine, an zwei älteren Teile, die man hat. Ich bin ja klar biologisch der Vater, das weiß ich auch, dem steht auch nichts in Weg. Doch ich betrachte mich als älteren Teil oder wie meine Tochter mich nennt, Mapalina. Und doch hat er relativ wenig Kontakt mit ihr. Sie lebt in Deutschland. Wie ist es für euch, dass ihr die Tochter nicht mehr sehen könnt? Das ist nicht ganz einfach. Aber ich verstehe natürlich auch die Situation, dass man vielleicht auch meine Tochter nicht gerade will, in einer Schule, wo mehrere hundert Schüler sind, outen. Claudia hofft, dass sie den Kontakt zu ihrer Tochter zu einem späteren Zeitpunkt intensiver pflegen kann. Regelmäßig fährt Claudia mit Freunden auf den Thunersee zum Tauchen. Das Tauchen ist Claudias große Leidenschaft. Sie mag es, schwerelos im tiefen Wasser zu schweben. Claudias Leben hat sich vieles zum Guten entwickelt.
Ihre Freunde akzeptieren sie voll und ganz als Frau. Nur eines fehlt ihr noch: die große Liebe. Mehrere Male hat Claudia erlebt, dass sich Männer von ihr abwenden, sobald sie von ihrer Vergangenheit erfahren. Wie müsste der Mann sein, der euer Herz gewinnen kann? Ich warte auf den Typ, der langfristig den Mut hat, bei mir etwas anzufangen. Was braucht er für Eigenschaften, damit es klappt? Ich glaube, ein grosses Herz, viel Verständnis und vor allem viel Courage. Er braucht Mut natürlich auch, zu sagen, mir ist doch das gleich, was Claudia ist, wo der Ursprung von der Claudia sind. Mir ist wichtig, wo wir herkommen, zusammen. Das ist mir wichtig. Wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr die grosse Liebe findet? Ich weiss es nicht, man wird es sehen und ich lasse mich überraschen. Es gibt sicher den Moment, wo man vielleicht mal sagt, ui, gibt euch das jemals wieder jemand? Aber ich denke, man darf den Kopf nicht hängen. Ich habe immer wieder bewiesen, dass man muss, nachdem man umgekehrt ist, wieder aufstehen und weiterlaufen muss.